Servus, mein Name ist Kim Hägele, Inhaber der Firma Holzbau Hägele aus Obersontheim. Und Jungs, wir filmen doch gerade. Und wir gestalten Ihre Welt. Na Kim, dann erzähl mal. Ich weiß doch gar nicht, wie ich anfangen soll. Ja, fangen wir euch selbst an. Wie lange gibt's euch schon? Unser Betrieb wurde 2018 gegründet. 2019 wurde das Grundstück gekauft und 2020 haben wir unsere neue Betriebsstätte hier in Obersontheim fertiggestellt. Im Gegensatz zu unseren Mitbewerbern sind wir von der Fertigung her unabhängig von Fertigungsbetrieben, daher wir alles selber machen und sind dementsprechend auch flexibler. Unsere komplette Halle, Neubauten, Dachstühle, Wandfertigung wird alles hier im Betrieb gefertigt und wir sind auf keine Zulieferer angewiesen. Und auf was legt ihr besonderen Wert? Bei uns wird die Handwerkskunst noch groß geschrieben. Bei uns ist jeder Mitarbeiter in der Lage, selbstständig einen Dachstuhl abzuzimmern, Wände vorzufertigen und für seine Baustelle die Arbeitsvorbereitung zu machen. Heißt elementieren, abbund und aufrichten. Okay, dann sag mal was zu deinem Team. Unser Team ist bunt gemixt, von jungen, spritzigen Mitarbeitern bis hin zu alten Hasen, wo von der Pike auf die Handwerkskunst gelernt haben, ist jeder Vertreter. Und dementsprechend sehen wir uns gegenseitig sehr gut ergänzen auf der Baustelle. Bei uns ist sehr wichtig, dass wir mit dem Kunden Hand in Hand die Baustelle erledigen. Heißt nicht, dass wir dem Kunden vorschreiben, wie er was auszuführen hat, sondern wir nehmen seine Träume und Visionen mit in das Projekt hinein. Das bedeutet, der Kunde ist bei der Planung mit anwesend, der Kunde entscheidet selbst mit und wir setzen nachher nach Kundenwünschen das Projekt um. Aha, der Nils. Wie läuft's denn mit deinen Kollegen? Wir sind ein sehr junges Team, haben zwei alte Hasen dabei, die uns noch sehr viel beibringen können. Wir motivieren uns gegenseitig sehr. Ja, macht Bock. Ja, das glaube ich dir aufs Wort, Nils. Tim, hi. Warum wolltest du Zimmerer werden? Der Beruf Zimmerer, der gefällt mir einfach, weil ich könnte nicht den ganzen Tag im Büro hocken, 8 Stunden vom Rechner und dann reingucken, dass nee, da siehst du, was du geschafft hast, kriegst Kopfweh, das ist nichts für mich. Das klingt plausibel, Tim. So, und jetzt kommt's. Kim hatte noch eine super Spezialidee für dieses Video. So ein Daumen-Video wäre doch echt klasse. Das hat doch auch jeder. Man sieht mal, dass bei uns alles super ist. Ja, das machen wir. Daumen hoch für das Team von Holzbau Hägele. Und wir gestalten Ihre Welt.